Herr Professor Riedl, zum 14. Mal, das heißt im 14. Jahr, veranstalten Sie das Führungskräfte-Meeting hier in Heiligendamm. Heute ist es zu Ende gegangen. Was zeichnet sich denn derzeit in der Phase der digitalen Transformation an Verbesserungsmöglichkeiten, an Optimierungen im Krankenhaus ab? Wir haben dieses Jahr bei unserem Meeting sehr stark den reinen zentralen IT-Bereich der Krankenhäuser verlassen und haben uns sehr stark konzentriert auf das Umfeld im Gesundheitswesen, die Vernetzung. Die Einrichtungen müssen sich mehr vernetzen als in der Vergangenheit. Damit reagieren wir auf die Spezialisierung der Kliniken. Wir haben den Patienten sehr stark in den Fokus genommen. Das heißt, unter dem Schlagwort der digitale Patient geht es jetzt um eine Sicht auch von außen, was erwartet der Patient künftig, welche Anforderungen stellt er im digitalen Bereich. Das sind Dinge wie Einblick in seine Akte, das sind Patientenservices, ein ganz wichtiges neues Thema. Das haben wir versucht, in diesem Meeting insbesondere dieses Jahr sehr stark in den Vordergrund zu stellen. Welche Aufgaben kommen dadurch auf den IT-Verantwortlichen, aber auch auf den Management-Verantwortlichen im Krankenhaus zu? Er muss künftig andere Sichten auch abdecken. Das heißt, nicht so sehr von innen heraus im Krankenhaus die IT sich betrachten, sondern sich in die Rolle des Patienten, in die Rolle der Partner, die sich vernetzen. Also stärkere Sichten von mehreren Seiten. Das ist, glaube ich, für viele Krankenhäuser noch Neuland. Sie haben sich bisher doch sehr stark auf den klassischen IT-Bereich fokussiert. Das heißt, vom Routinebetrieb der Clients bis hin zu Fragen der Software, der Updates und all diese Dinge. Die stehen gar nicht mehr so sehr im Vordergrund. Das ist eigentlich Routine. Die Verantwortlichen in den Häusern müssen sich mehr auf die äußere Umgebung konzentrieren, das heißt Services zur Verfügung stellen. Das geht auch, was wir hier behandelt haben, in dem Bereich der Patienten-Infotainment-Services, die heute eben ganz anders sind als früher, wie Telefon oder Fernsehen, was im Vordergrund stand. Da hat sich doch einiges sehr verändert. Und wie will denn das Führungskräftemeeting künftig auch für diese Veränderung, für diese neuen Aufgaben beitragen? Wir werden diese Bereiche, einmal der digitale Patient, aber auch die Mediziner, stärker in den Fokus nehmen. Wir werden schauen, wir hatten auch bei diesem Meeting mehrere Ärzte, die aus ihrer Sicht mal die Sicht der IT geschildert haben. Was haben die Ärzte künftig für Anforderungen? Wie entwickelt sich die künstliche Intelligenz? Das sind Themen, da muss sich die IT, aber auch die Geschäftsführung, aber auch die Ärzte im Krankenhaus mehr mit beschäftigen. Und das versuchen wir mit unserem Meeting zu unterstützen. Viel Erfolg und vielen Dank, Herr Professor Riedl.